7meter ist endlich wieder zurück aus der WM-Pause und startet mit der TSV Hannover-Burgdorf und Marius Steinhauser. Bislang hat der 30-Jährige schon 4-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Welche Highlights er außerdem noch in seiner Karriere erlebt hat, erzählt er uns im Trikottausch. Hallo, ich bin Marius Steinhauser von den Recken und heute machen wir den Trikottausch. So, wir starten mit meinem Heimatverein, dem TSV Rot. Da hat alles begonnen. Mit 15 habe ich angefangen, dort Handball zu spielen und hat mega Spaß gemacht. Tolle Erinnerungen mit Freunden, Familie. Deswegen immer wieder schön, das Trikot zu sehen und auch wieder zurückzukommen. So, weiter geht's mit dem Trikot der HG Oftersheim-Schwetzing. Da bin ich in der A-Jugend hingewechselt. Das war eine tolle Zeit, zwar nur ein Jahr, aber wir sind in die A-Jugend-Bundesliga gekommen. Ich wurde damals Torschützenkönig und deswegen, ich glaube, ist auch schon ganz schön ramponiert. Trotzdem immer wieder schön und tolle Erinnerungen an das Trikot. So, weiter geht's mit den Rhein-Neckar-Löwen. Da hat meine Profikarriere angefangen. 2013, tolle Erinnerungen mit vielen Titeln, coolen Mitspielern. Ich glaube, ERF Cup gewonnen, 2-mal deutscher Meister. Das ist eine tolle Zeit und ich denke immer wieder gerne daran zurück. Danach ging es weiter zur SG Flensburg-Handewitt in den hohen Norden. Auch eine tolle Zeit mit tollen Erinnerungen. Wir haben auch gleich direkt am Anfang 2-mal die deutsche Meisterschaft holen können. Ich glaube, da oben lebt man Handball und das habe ich auch immer gespürt. Und deswegen auch ein besonderes Trikot in meiner Trikotsammlung. Dann ging meine Reise weiter zu den Recken nach Hannover. Ich und meine Familie haben uns super eingelebt. Wir haben eine tolle Mannschaft mit tollen Charakteren und ich freue mich auf das tolle Projekt in den nächsten Jahren. Recken rocken! Weiter geht's mit Andreas Bornemann, der seit dieser Saison auf Torejagd für den ASV Hamm-Westfalen geht. Heute ist sein Wissen über seine Mitspieler gefragt, denn er sucht nach der richtigen Antwort bei 2 Lügen eine Wahrheit. Andreas, 2 Lügen, eine Wahrheit. Und der erste deiner Mitspieler ist Savas Savas. Er sagt, ich kann sehr gut Kitesurfen, ich mache am liebsten Urlaub in den Bergen und ich mag keinen Fisch. Boah, schwierig. Als Grieche würde ich sagen, er mag Fisch. Urlaub in den Bergen und er kann Kitesurfen oder kann nicht Kitesurfen? Er kann sehr gut Kitesurfen. Dann würde ich sagen, Urlaub in den Bergen, weiß nicht, als Grieche Urlaub in den Bergen, schwierig. Er kann sehr gut Kitesurfen, das ist die Wahrheit. Das ist richtig, sehr guter gut. Start. Dann Nummer 2, Felix Hertlein. Ja. Ich habe als Torwart in einem Spiel 3 Tore geworfen. Ich habe in einem Spiel 7 Meter gehalten. Und als Feldspieler habe ich für den SC Magdeburg 5 Tore geworfen. Interessant, interessant, alles sehr interessant. In einem Spiel 3 Tore, könnte ich mir vorstellen. 7 gehaltene 7 Meter würde ich ihm gönnen. Boah, als Shot. Und für den SCM als Feldspieler. Also im Training macht er auch manchmal Gegenstöße oder empfiehlt sich auf der Mitte. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, aber ja, ich sag mal, er hat 3 Tore. Ich glaube, er hat in einem Spiel schon mal 3 Tore geworfen. Ja. Das ist leider falsch. Scheiße. Er hat tatsächlich, also die Auflösung ist, dass er als Feldspieler für den SCM in der B-Jugend mal 5 Tore geworfen hat. Dann muss er irgendwann mal aushelfen. Ja gut, das hat er mir irgendwann verschwiegen. Dann machen wir mit dem nächsten weiter. Fabian Hüßmann. Ja. Ich bin ein entspannter Autofahrer. Ich bin seit 3 Jahren Kapitän. Und ich bin in meiner 11. Saison beim ASV Hamm-Westfalen. Ja, entspannter Autofahrer ist gut. Ja, wir wohnen fast nebeneinander. Da sehe ich manchmal, wie er Auto fährt. Ist sehr, sehr entspannt in der 30er-Zone. Aber seit dem 11. Jahr beim ASV. Oder 10. Saison. 3 Jahre Captain könnte auch sein. Ich würde sagen, 11. Saison beim ASV. Richtig. Ja. Sehr gut. Und dann haben wir noch einen letzten. Alexander Schulze. Aussage 1 ist, ich habe mein erstes Bundesligator gegen den SC Magdeburg gemacht. Nummer 2, ich habe noch nie in der ersten Bundesliga auf Rechtsaußen gespielt.
Und Nummer 3, mein erstes Bundesligaspiel war gegen die MT Melsung. Ja, okay, ich kann auf jeden Fall ausschließen, dass er in der ersten Bundesliga auf rechts außen gespielt hat. Auf der Mitte hat er bei uns schon mal gespielt, in Leipzig, das weiß ich. Aber rechts außen würde ich seine Qualitäten nicht absprechen, aber nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Erstes Saisontor in Magdeburg. Bundesligator. Bundesligator. Oder. Das erste Spiel war gegen MT Melsung. Ich hatte mir, glaube ich, erzählt, als wir haben ja nämlich auch das erste Spiel in Magdeburg gehabt, hat er mir, glaube ich, erzählt, dass er da auch sein erstes Tor geworfen hat. Deswegen, ja, erste Aussage, es war das Tor in Magdeburg. Auch das ist richtig. Ja, top. Also 3 aus 4, ich würde sagen, kannst du zufrieden sein. Gut. Sehr schön. Last but not least kommen wir zu einem der deutschen WM-Fahrer. Erlangs Christoph Steinert zeigt uns in FitMit, wie er seinen Körper vor einem Spiel auf Betriebstemperatur bringt. Hallo liebe Handballfans, hallo liebe Handballer und Handballerinnen. Was ich euch heute gerne zeigen möchte, ist eine Spieltagsaktivierung. Ihr müsst euch das vorstellen, abends ist das Spiel, vielleicht 19 Uhr, vielleicht 20 Uhr. Und ich möchte einmal den gesamten Körper in Wallung bringen, einmal alle Gelenke durchbewegen, dass man frisch und beweglich ins Spiel geht. So. Wir fangen an, wir starten ganz unten und enden ganz oben. Und die erste Übung ist Fußgelenkskreisen, jeweils in beide Richtungen. 5 nach rechts, 5 nach links und Seitenwechsel. So, die nächste Übung, bisschen Gelenkschmiere ins Knie zu bekommen, ist ein Ausfallschritt nach vorne und dann drehen wir das Knie. Gerne im vollen Ausmaß der Bewegung, das heißt auch bis hinten in die komplette Streckung gehen. 3 Kreise nach rechts, 3 Kreise nach links. Seitenwechsel. So, als nächstes bewegen wir die Hüfte. Dann machen wir 5 große Kreise in jede Richtung. Die Fußstellung ist ein bisschen breiter als hüftbreit. Machen wir 5 kleine Kreise. In die eine und auch in die andere Richtung. Bewegen wir die Hüfte weiter, drehen auf, setzen den Fuß nach außen, den Fuß nach innen, so dass wir den kompletten Bewegungsradius des Gelenks bekommen. Seitenwechsel. Ihr wollt das komplette Workout von Christoph Steinert sehen und mitmachen? Dann schaut einfach auf dem YouTube-Kanal der Liquimoli HBL vorbei. Also rein in die Sportklamotten, denn das war es auch schon wieder mit 7 Meter für heute. Die nächste Ausgabe gibt es in 2 Wochen am 8. März.